So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gax TV und es ist wieder einmal für mich spät in der Nacht. Ja, ein weiteres PC-Upgrade-Projekt in der späten Stunde steht mal wieder für mich an. Und zwar werde ich gleich meine RX 5700 XT nach fast einem Jahr endlich ablösen und auch gar nicht langfristig. Denn ich habe jetzt innerhalb der letzten paar Tage diese Karte nochmal ordentlich gebencht mit den aktuellen Treibern. Und darunter seht ihr schon die RTX 3080. Die kommt für nur sehr, sehr kurze Zeit in mein System rein, damit ich sie entsprechend für euch testen kann. Und dann zukünftig mit den AMD-Karten, also RDNA 2, RX 6000 und der Big Navi dann vergleichen kann. Natürlich auch die RTX 3070, die werde ich mir nicht nehmen lassen. Also dieser Monat wird noch sehr, sehr voll. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich will die Zeit natürlich nutzen und mich auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. Ja, in meinem System selbst habe ich einen Ryzen 3600 und den werde ich auch erst einmal, selbst wenn die neuen CPUs auf den Markt kommen werden, drin lassen, damit ich die GPU-Tests einheitlich mit diesem Setup hier weiterhin durchziehen kann. Und das passt mir auch soweit relativ gut, denn B450 bekommt nach eigenen Angaben von MSI und AMD entsprechend auch Zen 3 Support, nur kann es noch vielleicht ein bisschen dauern. Dementsprechend für mich gar kein Thema, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem kleinen 6-Kerner hier und entsprechend bleibt er auch soweit erst einmal in meinem System. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich mir einen Ryzen 5000 für euch holen und dann außerhalb des Systems in einem Testbench soweit für euch ein bisschen auf den Zahn fühlen, aber in meinem eigenen System muss ich erstmal Platz für eine neue Grafikkarte machen. Wie bereits gesagt, die 5700 XT zieht aus und die 3080 kommt einmal zum Benchen rein. Ja, was kommt dann als nächstes? Also am 28.10. kommen bzw. werden die neuen AMD-Karten angekündigt. Das heißt nicht, dass sie dann direkt im Handel sind. Wenn wir mal davon ausgehen, Zen 3 wurde Anfang des Monats angekündigt und am 5.11. kommt das Ganze in den Handel, wird dann am 28.10. wohl kein Hard Launch sein. Ja. Nichtsdestotrotz ist AMD in der Position, dass sie leisten müssen. Ja, da muss was kommen und das auch relativ zeitnah, damit sie von Nvidia sich nicht die Kunden stehlen lassen. Vor allem dann nicht einen Tag später mit der 3070. Am 29.10. kommt die nämlich direkt in den Handel. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie schnell wird AMD da nachlegen können? So, wir wissen, dass die Big Navi breit aufgestellt sein wird. Sprich, wir werden etwas in dem Segment mindestens rund um die 3080 sehen. Auch rund um die 3070 eine Karte positioniert haben. Und so wie es ausschaut, ja, werden wahrscheinlich zum Launch drei AMD-Karten da sein. Und eine von diesen Karten will ich in mein eigenes System integrieren. Die Frage ist nur, die 3070 wird auch da sein. Was will ich von dieser Grafikkarte? Ja, für mich soll sie lediglich relativ gute 4K-Leistung haben, aber primär in WQHD wirklich scheinen und HDMI 2.1 Support haben. Raytracing ist ein nices Feature und es ist mir bewusst, dass AMD da einfach als Neueinsteiger noch nicht so abräumen wird wie Nvidia, die theoretisch bereits mit Turing Pioniersarbeit geleistet haben und jetzt für Ampere mehr oder weniger den Weg geebnet haben. Aber ich werde die Entscheidung Ende des Monats genau fällen, welche ich dann in mein eigenes System integrieren werde. So, worum geht es in dem heutigen Video? Ganz klar, die Karte muss raus, die Karte muss getestet werden und entsprechend dachte ich mir, wenn ich schon mein System auseinandernehme, denn ihr wisst Bescheid, wassergekühlte Karten machen einem die Arbeit hier nicht leichter. Ja, bei der Gelegenheit werde ich natürlich auch ein kleines Personal Rig Update machen, also hier eine weitere 1 TB SanDisk Plus einbauen. Davon habe ich bereits eine
Und ich überlege mir, dass ich entsprechend beide in einem RAID Zero laufen lasse, zu meiner 500 GB NVMe SSD. Einfach als große Spielebibliothek brauche ich ein bisschen zusätzlichen Speicher, denn ja, sowohl meine 500 GB als auch meine 1 TB SSD sind bereits voll. Entsprechend kommt hier ein bisschen Nachschub. Übrigens, das Teil habe ich für knapp 70 Euro in einem Deal geschossen. Das ist schon ein Hammerpreis gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also das Ding wird verbaut. Im Moment ist entsprechend meine RX 5700 XT in einer Loop mit dem Ryzen-Chip. Ja, das heißt, GPU und CPU werden derzeit von einem 280 mm Radiator gekühlt. So, ich will natürlich hier die 3080 nicht wasserkühlen. Und die 3070, die ich für euch testen werde, wird entsprechend auch nicht mit Waterblock ausgestattet werden. Wenn ich dann irgendwann mal im Laufe des nächsten Monats eine neue AMD-Karte habe, wird es vielleicht auch noch ein bisschen dauern, bis diese entsprechend mit Waterblock ausgestattet werden kann. Und von daher, ja, werde ich die Loop jetzt erst einmal nur für die CPU schließen. Das ist der Plan des heutigen Videos. Das habe ich schon soweit vorbereitet. EK Cryofuel und allem, was man sonst noch so für die Wasserkühlung braucht. Dazu habe ich natürlich rund um den Buildlog von Project Bloodline ein bisschen Content gemacht, also was ihr tatsächlich alles benötigt. Aber das ist das eigentliche Thema des heutigen Videos. Ich werde meine wassergekühlte Grafikkarte aus dem System ausbauen, den Kreislauf schließen und ja, dann geht es auch weiter mit den Tests mit der 3080, auf die ihr schon wahrscheinlich brennend wartet. Ja, Leute, das letzte Mal, dass wir Project Bloodline soweit in der Konfiguration sehen, ich bin wirklich, ja, schweren Herzens, ganz ehrlich, ich liebe es, wie die RX 5700 XT hier mit dem EK Waterblock in der Special Edition aussieht. Das ist einfach, alles in der Komposition hier wie füreinander geschaffen worden. Ich liebe den gesamten Look und dementsprechend hoffe ich, ja, ich poker so ein bisschen, denn ich habe hier zu meinem eigenen System, wenn ich dort so viel Planung und Arbeit reinstecke und das Ganze dann final so gut aussieht, einfach eine gewisse Bindung zu meinem PC-System. Ich denke, ihr kennt genau das Gefühl, was ich meine, wenn man fertig ist. Ja, und hier als Hardware-Channel stehe ich dann immer so vor der großen Entscheidung. Ja, eine neue Generation kommt und ich will natürlich neuen Content für euch bringen. Entsprechend muss die GPU raus, ich muss Platz machen für eine neue und ja, was werde ich gleich machen? Ich werde die GPU rausmontieren und entsprechend diese Verbindung von dem CPU-Block, ja, die hier in die GPU reingeht und hier raus in den Radiator geht, ja, diese werde ich ersetzen müssen, sprich wir werden von hier einmal so einen Schlenker machen und dann nach oben gehen. Das ist ein relativ einfaches Bindungsstück. Aber das wird uns dann entsprechend ermöglichen, dass wir hier unten dann weiterhin eine Grafikkarte montieren können, ohne dass entsprechend die CPU hier auf die Wasserkühlung verzichtet. Und ja, was steht dann als nächstes an? Ganz klar beten, dass EK einen genauso genialen Waterblock für die Big Navi rausbringt. Ja. Hier steht Radeon und der Look ist auf jeden Fall episch. Genauso wie der eigentliche Referenzkühler der RX 5700 XT auch war. Entsprechend, ja, hoffe ich, dass es hier nicht das letzte Mal war, dass EK hier sowas Geniales gezaubert hat. Sonst bin ich wirklich traurig. Das ist das letzte Mal, dass wir Project Bloodline hier so sehen, wie das Ganze derzeit aussieht. Ich würde sagen, rest in peace. Boah, Leute. Hier seht ihr das Ganze, ist vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen staubig, aber da ist die RX 5700 XT. Das passt wirklich hier auf einen Millimeter mit dem dicken 280 mm Radiator und ja, dieses Bindungsstück, ja, von hier unten, wo die Pumpe ist und das Reservoir, schön hinter der GPU versteckt. Geht natürlich nach oben in den Block rein, vom Block in die GPU und von dort aus dann hier in den Radiator. Und ich hoffe wirklich, dass wir entsprechend eine GPU bekommen zukünftig, die
dieses Konzept, ja, so wie ich mir das Ganze hier in Project Bloodline so ausgedacht habe, weiter fortführen können. Denn die Komposition, ja, so wie das Ganze hier ausschaut, ist wirklich mein Traum-PC. Hier übrigens der kleine Noctua, den ich eingebaut habe, dass wir hier die heiße Luft aus dem Innenleben, wenn das Tempered Glas drauf ist, nochmal ein bisschen rauspushen können. Und ja, hui, das wird wirklich ja, ein trauriges Unterfangen, das Ganze gleich auseinanderzunehmen. Ja, Leute, ihr habt gerade gesehen, es ist gut viel Liquid beim ersten Mal rausgekommen. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass das Ganze hier problemlos geklappt hat. Mit so einem System hier, in dem keine Drain Valve, also kein Ablassventil vorhanden ist und ich sozusagen das Fitting öffnen muss, um aus dem Tube selbst das Liquid auszulassen, ist das immer, ja, ein heikles Unterfangen, aber es hat alles problemlos geklappt, ohne dass ich hier irgendwelche Komponenten unter Wasser gesetzt habe, denn die Möglichkeit besteht immer. Also ich sehe auch schon, dass hier rund um den CPU-Block hier kein Liquid mehr drin ist. Das heißt, wir können gleich die Karte, denke ich, problemlos ja, hier rausmontieren. Und dann ja, liegt es eigentlich nur noch daran, hier entsprechend das Tube vom CPU-Block zum Radiator neu zu biegen. Die zwei werde ich natürlich behalten und dann, wenn ich eine neue Grafikkarte mit Waterblock in das System einbauen werde, entsprechend wieder verbauen und ja, dann mache ich mich mal weiter ans Werk. So, GPU ist draußen und dann ist jetzt als nächstes anstehend entsprechend erstmal hier das Tube von hier nach da oben verlaufen zu lassen. Also genau das hier, was wir vorher auch hatten. Ja. Nur entsprechend nicht in den GPU-Block, sondern direkt in den Radiator rein. Ja, und wir haben hier natürlich auch noch ein bisschen Tube übrig, dürfen aber nicht zu verschwenderisch damit umgehen, denn wir haben noch exakt zwei dieser Blood Red Tubes und da ich noch das ein oder andere Mal hier Project Bloodline aufrüsten werde und die Loop anpassen werde, ja, haben wir nicht mehr so viel von dem Zeug und das wird leider auch nicht mehr in Blood Red produziert und ist nur noch in Restbeständen vorhanden. Ja, dementsprechend jetzt hier raus dieses Stück hier plus noch die kleine ja, Endung noch mit dran zu bekommen, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Teil des Buildlogs, entsprechend nicht zu verschwenderisch damit umzugehen. Ja, wichtig, vorher die Oberfläche einmal sauber machen. So, und das war's jetzt schon tatsächlich hier an dem Teil. Wir haben den ersten 90-Grad-Winkel drin und das sieht auch soweit ganz gut aus von der Länge. Tatsächlich ja, werden wir hier maximal einen ja, Zentimeter hier abschneiden müssen. Das heißt, wir haben hier schon mal sehr effizient gearbeitet. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, entsprechend ja, die Biegung
so zu gestalten, dass wir das Ganze in den Block reinbekommen. Also es sieht soweit eigentlich ziemlich gut getroffen aus. Also ich denke mal, wir haben das ziemlich akkurat getroffen, muss ich schon zugeben. Und auch die Biegung sieht soweit gut gelungen aus. Also da haben wir unseren Doppel-90-Grad-Winkel. Ist jetzt nicht zu kompliziert. Und den müssen wir jetzt noch entsprechend auf die Länge abkürzen. Also auch den Teil können wir jetzt hier nämlich rausziehen. Also, so, und die Faustformel gilt immer einen halben Zentimeter mehr drauf lassen, dass man lieber einen halben Zentimeter mehr wegmacht, als ihn dann später nicht mehr zu haben. So, überprüfen wir. Kommt dorthin. Es könnte sehr knapp werden, aber drückt mir die Daumen. Denn so viele Versuche habe ich nicht. Aber wenn wir jetzt nämlich Pech haben, haben wir es komplett vergeigt. Aber jetzt ist es auch zu spät. So, und jetzt müsste ich hier rein technisch gesehen diese Länge haben, plus dem Winkel. So, und mit viel Glück haben wir jetzt gerade das perfekte Tube geschaffen. So, das lange Endstück hier nach oben hin und das von der CPU zur CPU stecken wir rein in einer drehenden Bewegung. So, was meint ihr? Ja, komplett Free Run und das sieht schon ziemlich parallel aus. Jo, hier ist übrigens die Pumpe, die hinter der GPU versteckt war und da seht ihr noch mal den ganzen Run ausgeleuchtet. Ich finde, das Ganze sieht schon sehr schick aus. Also so werde ich auf jeden Fall mein System ohne Probleme die nächsten paar Wochen betreiben können, dass die CPU schön gekühlt ist und wir die Grafikkarte entsprechend ohne Waterblock verwenden werden können. Oh, ich glaube, sie dreht sich. Ich glaube, sie dreht sich, Leute. Ja, sie dreht sich langsam. Langsam, aber sicher dreht sie sich. Holy smoke. Jeder, der schon mal einen Waterloop im ITX gebaut hat, weiß, es ist auf jeden Fall kein einfaches Unterfangen. Und da uns jetzt hier nicht weiter viel übrig bleibt, schmeißen wir die Kiste doch einfach mal an. Und das System läuft jetzt schon seit knapp einer halben Stunde. Der Pegel ist jetzt auch nicht weiter abgefallen und die Fittings sind trocken, so wie es sein soll. Von außen, also Leak-Test jetzt soweit erstmal abgeschlossen.
Da hatte ich jetzt auch keine Bedenken oder so. Für mich an der Stelle war es das jetzt erstmal soweit zu dem Video. Ihr habt gesehen, Project Bloodline ist jetzt soweit wieder hergerichtet, als dass das Ganze ja mit der RTX 3080 getestet werden kann. Und vor allem dann in den nächsten paar Wochen unzählige Grafikkarten zum Testen unterbringen kann. Oh mein Gott. Welche es dann sein wird, die dann dauerhaft in dem System betrieben wird, das erfahren wir, nachdem ich sie getestet habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wieder so ein kleiner Personal Buildlog. Soweit bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Gaming Fitness. That's you see on GaxTV.